Hallo und herzlich willkommen zurück bei GTA Nummer 5 im Pausemenü aus Gründen, weil nachdem wir ja das letzte Mal zurückgekommen sind, sind wir der Trevor, wie man vielleicht unschwer erkennen kann. Und da kommt gerade ein Anruf rein, den möchte ich gerne mitnehmen. Mal gucken, wer das ist. Patricia. Ah, die Patricia. Hören Patricia, wir mal. Mrs. Madrazo. Trevor, oh, I miss you. All you boys. I miss you too. I can't speak for the other boys. You're such good friends. No. It's a bit more complicated than that. Actually, Michael and I, not speaking. Old friendships cannot be replaced. Hey, how are you? Is Martin looking after you? He's here. I've got to go. No. Na, guck einer an. Also, vielleicht wird das ja Trevor noch wieder auf die richtige Bahn lenken, irgendwie über drei Ecken. Wir werden sehen. Ah, guck mal, was wir alles zur Verfügung haben, ne? Wir haben das Flugzeug, das hier sehr schön eingeparkt steht. Das finde ich sehr cool. Wir haben Michaels Auto, was uns auch direkt an unseren alten Kumpel erinnert, ne? Und den Heli haben wir auch zur Verfügung. Ja, ausgezeichnet. Theoretisch könnten wir auch mal hier Stuntrennen fliegen. Aber naja, so fangen wir vielleicht jetzt besser nicht an, weil sonst kommen die Fails einfach zu früh. Zu früh. Genau. Ach ja, die Rampages hier, die haben wir jetzt ja alle freigeschaltet. Genau. Die haben wir aber eigentlich schon gemacht. Dann würde ich sagen, wir kümmern uns erstmal um irgendwelche Nebenmissionen. Hm? Das klingt vielleicht gar nicht mal so schlecht. Und da das hier so weit weg ist, nehmen wir einfach mal, lustigerweise, weil wir können, weil wir ja Trevor sind, hier, den Heli. Gut, gucken wir mal. Und Hallöchen, Soldier übrigens. Habe ich noch gar nicht gesagt, habe ich nur angedeutet. So, auf geht's. Wo ist denn da? Da irgendwo, ne? Irgendwo in der Richtung, grob. Ja. Das fängt gut an mit einem Heliflug. Das kann ja überhaupt nicht schief gehen. Ich bin guter Dinge. Was ist das da eigentlich? Was ist das da eigentlich? Gehört das auch hier zu Militär? Ich bin mir unsicher. Was ist das denn? Das sieht so ein bisschen Pentagon-mäßig aus, ne? Naja, müssen wir bei Zeiten mal reinfliegen. Das wird bestimmt total funktionieren. Gut, hier irgendwie über die Berge. Genau. Das sind jetzt die, die wir uns sparen durch den Heliflug. Ach, das Gefängnis ist das. Ja, das macht auch Sinn. Haben wir da auch noch irgendwas vor? Gefängnis. War da nicht mal irgendwas, dass wir jemanden im Gefängnis besuchen wollten oder mussten oder wie auch immer? Ja, das kann ich mir vorstellen. Wenn man da einfach mal so einbricht. Ja. Manche Leute wollen rauskommen, wir wollen rein. Ist ja auch komisch. Können die uns direkt da behalten? Sehr praktisch. Sehr effizient. Haben wir da auch irgendwelche Häuser mit Swimmingpools? Die Angeber. Gut, das sollte ich nicht zu laut sagen. Der Franklin, der ist ja auch so ein Angeber. Aber andererseits, dem gönne ich das. Dem gönne ich das ja sehr. Natürlich. Gut, Freaks. Was für Freaks haben wir denn überhaupt noch übrig? Um ein paar von denen haben wir uns ja schon gekümmert. Ne? Der Dave. Ja, richtig, ja. Das ist richtig. Mal gucken, was sich da noch ergibt. Ob sich da noch was ergibt. Hier müsste das irgendwo sein. Wo soll ich denn hier parken? Auf dem Golfplatz. Oder hier, mitten auf der Straße, egal. Irgendwo. Irgendwer wird sich schon darum kümmern. Hier, einmal so, ne, genau. Hier, den lassen wir nochmal eben, ich sehe nichts. Den lassen wir noch kurz vorbeifahren, so irgendwie. Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt steht. Ja, guck mal, optimal. Optimal. Oder? No. Ihr dürft mich auch mal loben, ne? Ochi loben. Es ist Zeit. Lob den Ochi, solange er noch nicht failt. Hello there. Ach du meine Güte, echt? Quick chat. No pressure. Was? Wer? Wo? Ach hier. Ach so, ja, da können wir hin. Hey, you. Hey. Hi, ja, ich sehe dich. Hallo, wie geht's? Hey, thank. Nice house, isn't it? Geil. You like it? Selling it, you wanna buy it?
I'm downsizing. No, no, I'm good. I used to sell houses like this all the time, okay? I sold dreams. I made lives meaningful. I'm not sure about that. Oh, but you like beautiful things, though, don't you? Sure. Well, I just happen to know the most beautiful woman. You want a bouncy bouncy? You want a bouncy bouncy? That's Josh Bernstein. Yeah. I'm the Josh Bernstein. Yeah, I never heard of you. Oh, well, I used to be a big deal once in real estate, and so I had my license taken away. My meal ticket. Where's the check? I'll get to that. See, it's not really money that I'm after here. It's just a little something more awkward than that. Now, Lenny Avery. He was my best friend. And now, he has taken all of my clients. All of them. Do you think that you could take out all of his for sale signs? Ah, ich glaube, ich erinnere mich dunkel. That was easy. She's worth it, man. I love you. Ich dich auch. Wir kennen uns zwar erst kurz, aber ja, ich fühle dasselbe. Gut, neuer Kontakt. Ist das jetzt irgendwie auf Zeit oder? Ach so, da kriegen wir etwas. Informationen. Ja, werden wir gleich gucken. Ich nehme mir hier mal eben was. Ein Debauchie. So, lass mal hier ganz kurz stehen bleiben. Ja, das war schlimm. Ja, das kann ich nicht gutheißen. Auf jeden Fall. Übrigens, Kumpel, Avery hat eine Website mit all seinen Immobilien in der Stadt. Aha, vielleicht ist sie hilfreich. Ja, gucken wir mal. So, Träume sind Schäume. Ja. Immobilie finden. Aha. Anfahrt. Zurück zur Karte. Anfahrt. Auf das GPS. Müssen wir jetzt all diese Immobilien abfahren, oder was? Kann das sein? Okay, wir haben also eins auf dem GPS. Was ist, wenn ich jetzt noch einen hier? Antwort? Ich guck mal eben. Moment, zurück. Nee, so nicht. Hier. Also, es wird einfach markiert. Okay, ich hoffe, die verschwinden dann auch irgendwie von der Karte. Ansonsten habe ich ja überhaupt gar keine Übersicht. Das sind so viele. Ansonsten muss ich ja noch irgendwie ein System mir überlegen, um das irgendwie zu schaffen. Na, gucken wir mal. Der Motor klingt interessant. War eben so wummernd im eher unteren Drehzahlbereich. Vielleicht sind meine Ohren heute auch nur komisch. Kann auch sein. Gut, hier also. Theoretisch. Wahrscheinlich das da, wa? Mal gucken. Wir bräuchten einen Schläger, oder? Können wir mal unbewaffnet probieren. Oder wir machen es mit der Pistole. Es hat sich erledigt. Schild zerstört, ja cool. Das wäre natürlich auch eine Möglichkeit gewesen. Ich habe das eben, ja, ich musste erstmal ein bisschen analysieren, wie hier, wo das überhaupt ist und so, aber das wäre in dem Fall durchaus eine Möglichkeit gewesen. Ja, ich musste erstmal hart analysieren. Klar. So, mal ganz kurz gucken. War das eine E-Mail? Nee, das war eine SMS, ne? Moment, SMS, Josh. Oh Mann, das kann dann aber ein bisschen dauern. Ja, das ist das, wo wir eben waren, ne? Okay, dann würde ich vielleicht erstmal die vier hier machen. Oh Gott, das dauert ja ewig. Ja, erzählt mir doch etwas Nettes aus dem Internet zum Zeitvertreib. Ich habe schon die News erzählt mit dem Dampfen. Jetzt könnt ihr mir eure News erzählen. Was war eure Lieblingsnews diese Woche? Wobei, Lieblingsnews kann ich das nicht gerade nennen, im Dampfen. Ich habe ja eh keine Ahnung, ob das wirklich so... Es ist wahrscheinlich so wie mit dem Essen. Jede Woche ist irgendwas anderes, Neues, gesund oder ungesund oder tödlich krebserregend. Und nächste Woche dann wieder tödlich gesund. Ja, wer weiß. Vor allem, wer weiß, wie viele Lobbys da jetzt gerade Sturm laufen. Und alles versuchen, das in irgendeine Richtung zu lenken.
Das war bestimmt unser Auto. War das die hier, die wir noch nicht hatten? Oder war das... Das war genau die andere, ne? Ich glaube, da waren wir schon. Moment. SMS, Josh, ja. Hier, da. Anfahrt. Komme ich auch irgendwie effizienter ins Internet? Wahrscheinlich, ne? Ich weiß nur nicht wie. Das geht bestimmt. Ja, jetzt haben wir die Mission angenommen, jetzt müssen wir es halt auch durchziehen. Sehr klar. Klingt gut. Willst du damit sagen, wir sollen hier mal rein investieren in GTA? Ja, siehst du hier zum Beispiel, ne? Dank meiner Analyse dieser Örtlichkeit hier, komme ich zu dem Schluss, dass dieses Schild sich nicht mit dem, zumindest nicht so einfach mit dem Auto, wegmähen lässt. Das war nicht meine Absicht. Moment. Hier einmal. Nein, nicht den Hund hauen. Du sollst hier einmal zuschlagen. Nein, nicht in die Richtung, in diese so. Ja, so wird das was. Genau. Siehst du, das ist sogar mit der Faust schwierig. Das können wir mal probieren. Also. Ja. So sind wir halt auf der Startseite. Vielleicht können wir ja eine andere Startseite festlegen oder so. Keine Ahnung. Egal. Gut, dann wäre das noch das hier und dann wären wir hier in der City zumindest schon mal soweit fertig, glaube ich. Sehr schön. Sehr, sehr gut. Gibt's das auch in VR? Da müssen wir mal den Simulator spielen. Den Zuckersimulator 2020. 2020 ist irgendwie eine schöne Jahreszahl, oder? Gibt schlimmere. Irgendwie so halb schnapszahlig. 2020. 2080 wäre auch nicht schlecht. 2080 Rule und so. Aber bis dahin ist noch ein bisschen. Oh Mann, ob wir das erleben werden. Ja. Wo ist denn hier? Warte mal. Hier irgendwo? Nee, da irgendwo. Ich glaube, da ist ein Schild. Das sieht man kaum, weil wir es von der Seite angucken. Dumm. Ich müsste es eigentlich automatisch absäbeln. Das ist richtig. Einfach mal so beide Türen aufmachen. Oder so Flügeltüren wäre nicht schlecht. So auf der Höhe dann auch. Einfach mal direkt zum Absägen. Nebenbei. Zum Absägen nebenbei. Gut, den hier hatten wir, glaube ich, noch nicht. Das ist so halb in den City-Limits hier, ne? Gut, hier haben wir auch Bilder im Übrigen. Da ist es wahrscheinlich. Werden wir gleich sehen. Schöne Immobilien im Übrigen. Kriegen wir dann vielleicht eine zur Belohnung. Das wäre schön. Los, weiter. Bis einmal im Leben gibt man jemanden Vorfahrt, nervt's direkt. Ja. Deswegen fahre ich immer über Rot. Ich hoffe, ihr versteht das. Aber erzählt es keinem. Erzählt es vor allem nicht meinem Fahrlehrer. Von vor 15 Jahren, 18 Jahren, keine Ahnung. Wo ist es? Ist es das da? Ich glaube, das ist das da. Oder wir nehmen dieses Schild hier. Oder wir nehmen dieses Schild. Ja, guck dir das an. Muss man auch ganz genau treffen, natürlich. So. Ich weiß auch nicht, wie ich das nicht treffen konnte erstmal. Da bin ich völlig bei dir. So, und jetzt so einmal von links nach rechts rüber sweepen, oder? Würde ich sagen. Irgendwie so. Och, ihr habt Scheiße gebaut. Ich habe tatsächlich in... Ja, wie lange fahre ich jetzt schon? 15 Jahre werden es sein. Pi mal Daumen. Bisschen weniger, oder? Habe ich noch nie einen Unfall gehabt.
Habe ich noch nie einen Unfall gehabt. Einmal ist mir einer ganz, ganz, ganz leicht, als ich an der roten Ampel stand, ganz, ganz leicht hinten reingefahren. Aber das war nicht der Rede wert. Ich meine, die Reparatur war trotzdem teuer, wurde natürlich vollständig übernommen von Versicherung und so. Musste trotzdem alles ausgetauscht werden dahinter. Also musste nicht, aber wollte ich halt gemacht haben. War ein kleiner Riss drin im Stoßfänger. Aber abgesehen davon, den einen oder anderen Kratzer habe ich vielleicht gerade als Fahranfänger mal reingemacht in eine Tür oder so beim Rangieren. Aber selbst das war nicht so wirklich der Rede wert. So, da steht jemand. Wo ist denn hier? Ach, da hinten ist, glaube ich, ein Schild. Ja, da ist ein Schild. So, hier, siehst du. Einmal. Nee, nein, 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 nicht klettern. Dadurch müsste es eigentlich auch kaputt gehen. Aber funktioniert nicht. Gut. Ja, fahren Sie mal weiter. Fahren Sie mal weiter. Nicht noch mehr Kratzer reinmachen. Die ganze Scheibe hinten fehlt auch schon. Das ist ja Katastrophe. Hier. Ja, welcher ist der nächste? Hier, ne? Genau. Irgendwie so mal durchsortieren ist vielleicht nicht das Effizienteste, aber wenn wir einfach mal strikt von links nach rechts gehen, dann kriegen wir vielleicht zumindest alle mit. Ich werde sowieso verkacken, keine Sorge. Hallöchen, Alva, herzlich willkommen bei der spannendsten Mission der Welt. Ja. Aber hey, wenn es sonst keiner macht, irgendwer muss es ja machen. Irgendwer muss das ja erledigen, ist ja klar. Hier irgendwo. Oh, da. Ich sehe es schon. Moment. Ja, schön effizient einparken. Das Auto ist auch sowas von dreckig. Wo haben wir es denn so dreckig gemacht? Was ist denn da geschehen? Steht man gar nicht. Naja, hier. Oh, Junge. Wie kannst du denn da daneben treten? Ja, so, genau, mit der Faust einfach schön fett mitten aufs Schild. Dann ist die Gefahr nicht so groß, dass wir uns blamieren, indem du daneben schlägst. Schönen guten Abend. Wie geht es dir? Ich hoffe, es geht gut. Und du hast ein Bier zum Feierabend. Werde ich mir dann auch nehmen. Aber, ja, siehst du, dann passiert nämlich sowas, wenn ich nur an Bier denke, dann kann ich schon nicht mehr Auto fahren. Katastrophe, da ist doch bestimmt auch ein Sprung, ne? Könnte ich mir vorstellen. Das sieht sehr, übrigens, nicht dem Fahrlehrer erzählen, ist klar. Sieht sehr verdächtig aus, auf jeden Fall, die Absperrung da. Gut, wollen wir es denn hier schon wieder? Ich achte natürlich auch überhaupt nicht auf die Bilder. Ja, naja, die sind ja einigermaßen okay zu finden. Mod? Keine Ahnung, gute Frage. Willst du den Tom wegmodden? Habe ich tatsächlich auch schon überlegt. Ich meine, ich glaube, die Zeit ist noch lange nicht gekommen. Aber prinzipiell habe ich schon drüber nachgedacht. Vor allem, wenn ich so dran denke, irgendwie, wenn ich in VR bin zum Beispiel, ne? Dann ist es für mich ein bisschen schwierig, was zu moderieren. Selbst wenn ich da in VR sehe, dass da irgendwas abgeht, wäre es nicht schlecht, wenn dann jemand da wäre, der mich sagen könnte, hier, guck doch mal. Naja, wie kommst du denn darauf? Ja, eben gegen Bezahlung ist wahrscheinlich schwierig. Das wird erstmal nicht passieren. Wenn das dein Begehr ist, dann nein, wahrscheinlich nicht. Nein, wahrscheinlich nicht. So ab 100 Zuschauern können wir dann vielleicht nochmal drüber reden. Wenn dann die fetten Einnahmen kommen. Ach so. Ja, das könnten wir natürlich... Das könnten wir arrangieren, eventuell. Ja, und irgendwann dreht sich das dann um, ne? Wo ist denn hier? Da vorne? Es waren bisher oft irgendwie so Zäune. Oder waren wir hier schon? Wir schon? Moment, ich muss nochmal gucken. Warum gehe ich immer da rein? Warum mache ich sowas?
Habe ich das hier ausgewählt? Weil wenn ja, dann waren wir ja schon. Deswegen kommt mir das auch so bekannt vor. Ich bin so konzentriert einfach. Ja, ja, ja. Warum sagt ihr mir denn nichts? Schreien. Schreien müsst ihr. Genau. Das ist ja viel einfacher. Darf ich mich zwar nicht mehr bewegen, aber es funktioniert bestimmt auch. Ach so, die Stellen. Ich dachte, ich soll die Schilder überpinseln. Das geht vielleicht auch. Ja. Eventuell kann man die Map ja irgendwie so einstellen, dass sie sich nicht bewegt oder so. Die da oben. Was? Running? Ja, ja. Machen wir. Wir treffen uns dann morgen. Na, alles klar. Machen wir das? Macht er jetzt erstmal ein Foto von uns? Ne, ich glaube, das ist ihm ziemlich egal. Den hier können wir doch bestimmt auch mitnehmen, oder? Hey, honey, how did they meet? Moment. Kann ich irgendwie hochklettern? Nee, es geht nicht. Mal eben was ausprobieren. Auf die Gefahr hin, dass wir gleich Bullen am Hals haben. Oh, sogar mit Schalldämpfer. Sehr praktisch. Aber ne, scheint nicht zu funktionieren. Schade. Ich dachte, das ist so ein bisschen das Analogon zu den Tauben in GTA 4 oder so. Ne? Wohl nicht. Egal. Tja, ja, ja. Nee, nee, also Zuschauer brauchen wir noch ein paar. Glaube ich. Ich meine, ist ja auch schön, so eine kleine gemütliche Runde, aber andererseits, ne? Mal schauen, wie es sich entwickelt. You are special. You are my best friend. You are my only friend. Wird es eigentlich gerade Abend? Ich glaube ja, ne? Ja, höchstwahrscheinlich. Der Tag ist schon relativ lang. Ja, egal. Egal. Erleben wir die City mal wieder bei Nacht. Wenn es dann mit einer größeren Mission losgeht wieder. Naja, wobei, erstmal schauen, wie viele Nebenmissionen wir noch haben. Es ist ja auch nicht selten so, dass die Mission sich ihre Tageszeit selber aussucht. Ne? Um das ein bisschen besser zu definieren. Und ich möchte daran erinnern, der Michael, der hängt ja da gerade irgendwo fest. Ne? Der Trevor, der ist bestimmt jetzt ganz, ganz dolle am... Der Trevor ist jetzt bestimmt ganz, ganz dolle am Nachdenken über den Michael und wie er ihn retten kann. Der hat bestimmt schon einen Plan. Ich bin der festen Überzeugung. Naja. Früher oder später werden wir uns bestimmt um ihn kümmern. Ist hier irgendwo ein Schild? Da ist ein Schild. Das Schild ist ziemlich beschissen aufgestellt, ehrlich gesagt. Ja, gut, sieht man schon. Sieht man schon. Ich dachte, da ist dann so halb verdeckt, wenn man von hier unten guckt, aber es geht. Es geht. Das war nicht so beeindruckend. Ja, so schon besser. Gleich haben wir es geschafft. Gleich können wir einen Folgencut machen. ist ja nicht so viel passiert jetzt. Gut, egal. Machen wir einfach noch irgendwas dann. Hängen wir noch irgendwas hinten dran. Wo war das jetzt? Hier? Da? Gucken wir mal. Werden wir gleich sehen. Ja, es geht weiter. Was führt der Trevor wieder im Schilde? Das weiß man bei ihm nie so. Das weiß man tatsächlich nie so genau. Die Strecken sind weiter, als es erstmal den Anschein hat. Auf der Karte, finde ich. Entschuldigung. Ah, gerade natürlich noch schön gefressen vor der Aufnahme, wie so oft. Ja. Das muss natürlich auch erstmal verdaut werden. Das war aber hier, das war irgendein anderes Schild, ne? Ich will nur mal kurz gucken, die Konkurrenz. Ah ja, tatsächlich, das ist irgendwas anderes. Johnson's. Hier ist ja alles for sale. Was ist denn hier los? Ja. Was ist denn hier los? Ja, suchen wir uns irgendwas Schönes aus. Ich meine, 600.000 haben wir. Dafür gibt es hier wahrscheinlich den Abstellraum hinterm Haus. Irgendwie so. Nee, wenn es so weitergeht, dann nicht. Oh, Entschuldigung. Sag mal, das ist doch... Ist das wieder so was Seltenes? Ich bin mir nicht sicher. Naja, egal. Wenn, dann sehe ich das eher beim Franklin angesiedelt.
Können jetzt eigentlich seine Kumpels da auch kostenlos? Oh mein Gott. Oh mein Gott, das war knapp. Mach doch nicht sowas, Katze. Ja, jedenfalls können die Kumpels da jetzt auch kostenlos tunen und so. Und reparieren vor allem. Müssen wir eigentlich mal testen bei Zeiten, wenn wir da in der Nähe sind. Da hätte ich bestimmt voll dran denken. Ich kann verstehen, warum das nicht gerade deine Lieblingsmission ist. Aber hey, jetzt sind wir schon so weit gekommen. Jetzt ziehen wir es auch durch. Machen wir ein bisschen andere Mucke, würde ich sagen. Nee, nicht so. Nicht so. So. Ja, was nehmen wir da? Ja, auf der linken Seite sind wir selten unterwegs. Was ist ein Space? Was ist ein Space? Kann ich mir nichts drunter vorstellen. So ein bisschen funky. So ein bisschen funky, oder? Hm? Ich glaube, ja. Ist jetzt vielleicht auch nicht mein Favorit, aber hey, ein bisschen Abwechslung muss sein. Oh, da war es doch schon. Hier? Echt? Ich dachte, ich bin schon vorbeigefahren. Aber offenbar ist hier das Schild. Nein. So nicht. Nein, so auch nicht. Ich sehe nichts. So, jetzt ja. Gut, ja genau, einfach mal übers Dach, kein Problem. Das macht bei dem Auto jetzt auch nicht mehr viel aus. Ehrlich gesagt nicht. Nee. Das haben wir schon ein bisschen benutzt. So sieht es zumindest aus. Egal, ist ein Gebrauchsgegenstand. Das muss es schon aushalten hier, das ist ganz in der Nähe. Ganz in der Nähe. Das ist auch eigentlich so albern, oder? Ich meine... Ist das jetzt der Mega... Entschuldigung, ich habe überhaupt nicht auf die Straße geguckt. Ist das jetzt so der Mega-Verlust da mit den Schildern? Keine Ahnung. Wer guckt denn schon? Wer fährt hier durch die... Na gut, vielleicht passiert das, dass die Leute durch die Straßen fahren und gucken, wo Wohnungen zu verkaufen sind. Aber das Internet wird dadurch nicht abgedatet. Also, just saying. Offensichtlich werden ja die Einträge dadurch nicht entfernt oder so. Gut, dann kommen die Leute hier wahrscheinlich an und kommen überhaupt nicht mehr klar, dass hier die Schilder nicht stehen. Dann wissen die ja überhaupt nicht, was los ist. Hm? Kann sein. Dumm-di-dumm-di-dumm. Ist auch übrigens schön, dass hier das Haus einfach komplett beleuchtet ist. Vielleicht damit es schöner aussieht. Wenn man kaufen will. Nein. Hier hoch. Habe ich mich mit Richard auch letztens unterhalten. Dass die Bewegungssteuerung in GTA und auch in ähnlichen Spielen, hier zum Beispiel Red Dead, dass die so ein bisschen, also ich sag mal so, die ist sehr anders und viel inakkurater als bei First-Person-Shootern. Das ist schon was ganz anderes. Ist halt auch nicht dafür gemacht, sehe ich ein, aber manchmal ist die schon sehr inakkurat. Ist manchmal sehr träge. Passt irgendwie zu einem Spiel, ist okay, kann man machen. Ich fahre erstmal den hier an. Und dann den da oben. Kann man machen. Aber ja, muss man sich halt so ein kleines bisschen drauf einstellen. Und wenn man halt zum Beispiel akkurat was treffen will, ja, ist schwierig. Ich erinnere mich da auch an eine Szene aus Folge, keine Ahnung, was für eine Folge das war, wo ich da mit diesem Jetski, so nennt man doch, ne, diese Wasserfahrzeuge da, Jetski, auf Land gefahren bin, da irgendwie in diesem, was war das? Das war irgendwie nicht so ein Tunnel, aber so ein Kanal. Genau, da bin ich irgendwie auf Land gelaufen. Und dann versuchte ich schnell, möglichst schnell, bevor die Zeit abläuft, das Ding wieder ins Wasser zu schieben. Ich hab's ja nicht mal erwischt. Ich konnte mich einfach nicht dahinter setzen, um das Ding zu schieben. Und das sind dann so Situationen, wo man schnell reagieren will. Die überhaupt nicht funktionieren mit dieser Steuerung. So, ist das hier Franklins Haus? Nein, ne? Sieht so ein bisschen ähnlich aus, aber nicht wirklich. Nur so ein bisschen. So. Gut, meine Fresse, haben wir es gleich. Ach, geklippt, ne? Ich glaube ja. Wahrscheinlich habe ich es deswegen nochmal gesehen. Das kann sein. Gedingselt. Ja. Genau. Genau, ich weiß nicht, wie lange Clips beibehalten werden, aber ja. Werden die sogar unendlich beibehalten? Weiß ich nicht. Ja, eigentlich nur so kleine Schnipsel, ne? Hence the name. Wobei, hence the name.
sagt der Name wirklich aus, dass es kleine Dinger sind? Clip heißt doch eher so Ausschnitt, ne? Ausschnitt. Ja. Hm. Ja. Irgendwie schon. Ach da, Vinewood. Das Schild. Gar nicht so bewusst aufgefallen. Hm. Ach so, ist jetzt voll die Cam davor. Tut mir leid. Hat man jetzt überhaupt nicht gesehen. Ist auch nicht so viel. Da war ein Tier. Da ist ganz, ganz schnell ein Tier vorbeigelaufen. Aber nur dank meiner Fahrkünste konnte ich Schlimmeres verhindern. Was ist das denn hier? Aha. Okay. Wird irgendwas angebaut oder so. Nein. Sehe ich nicht. Der Chat ist interessanter. Hm. Hallöchen, Neverduck. Inwiefern? Ach so, nee, du bist ja noch gar nicht, stimmt, du bist ja noch gar nicht dabei. Warum? Offensichtlich gehen ja irgendwie Subs. Ist es überhaupt schon so weit? Hm, du hattest irgendein Datum genannt, ich weiß aber nicht mehr, welches das war. Aber so oder so schon mal. Vielen Dank, dass du es versuchst. Das ist sehr gut. Und. Ja. Moment. Geht gleich los. Geht gleich los. Ich habe jetzt nicht wirklich meine Scheibe eingetreten, oder? Ja. No. Scheiße. Moment, das haben wir gleich. Das war die andere. Sekunde. Ja, haben wir es geschafft. Hey. Ja, so ein Scheiß. Warum denn nicht verfügbar? Ist es vielleicht einfach... Dauert das einfach noch ein bisschen? Kann sein. Weiß ich nicht. Nein. Na, jetzt startet das Auto gar nicht mehr. Ja, ohne Scheibe ist auch schwierig. Oh, Mann. Ah, so oder so. Ob mit oder ohne Sub. Herzlich willkommen. Guck mal, hier kann man rein. Interessant. Wo kommt man da hin? Das will ich mir mal eben angucken. Und im Übrigen, haben wir die Mission jetzt, oder? Wie sieht's aus? Ah ja, da. Gut. Komm zu mir, ja, das können wir gleich mal machen. Das können wir gleich mal tun, aber ich bin jetzt hier so neugierig. Was ist das denn hier? Komm irgendwie rein. Ne. Ich glaube, das ist nur wieder so ein Ding zum Besichtigen, ne? Dass hier überall Licht an ist und so. Oh. Ach, die kann man bewegen, auf was. Cool. Was? Ach, Mieteinnahmen. Ah ja. Ach, cool. Was haben wir denn überhaupt? Hier Dings, ne? Den Strip-Club? Ich glaube, ja. Das ist doch da, wo wir jetzt... Ach ja, ich erinnere mich. Den wir übernommen haben. Hm. Haben wir den Deal gemacht mit dem Eigentümer. Hm. Ja. Ich erinnere mich. So, jedenfalls. Wo müssen wir denn hin? Moment. Property. Also, das war das hier. Vanilla Unicorn. 5000. Okay. Das ist gut. Hier, Avery hat nur noch so... Genau. Was man glauben könnte, er wäre raus aus dem Maklergeschäft. Komm zu mir ins Billingsgate Motel in East LS. Haben wir das denn? Ja, das haben wir da markiert. Irgendwo. East LS. Hier. Ja. Ja, weißt du was? Dann machen wir einfach mal direkt weiter damit, würde ich sagen. Ich habe nicht markiert. Ich bin ja so ein Held. So. Nee, nicht so. Na, sag mal, was ist los? Markiere sofort diese Stelle. Hier, ich. Hm? Wollte schon sagen. Was ist denn los? Genau, dann schließen wir das direkt mal ab. Dann haben wir das alles in einer Folge. Yeah. Na, mal gucken, wie lange das noch weitergeht jetzt. Dankeschön, wünschen wir dir auch. Ich spreche einfach mal für alle. Ich hoffe, das ist in Ordnung. Wünschen wir dir auch, lieber John. Viel Spaß beim Strömen, wenn du jetzt einen Ström machst. Und grüß mir deine Zuschauer, wenn du das möchtest. So. Genau. 3 Kilometer. Weiter als ich dachte. Naja. Wir könnten mal ein neues Auto gebrauchen. Es fährt sich schon so ein bisschen... Naja, es fährt sich okay. Es ist so ein bisschen am Rumrappeln und ehrlich gesagt, es ist ein bisschen zugig. Ich weiß gar nicht, wie das passieren konnte. Hm. Naja. Was dauert lang?
Was dauert lang? Die Schilder haben wir ja erledigt. Das ist ja schon mal etwas. Ich schneide meine Videos, ja, also früher habe ich die mit Shotcut geschnitten. Das ist eine Open Source Videoschnittsoftware. Habe ich schon länger nicht reingeguckt. Müsste man eigentlich mal machen. Müsste man mal gucken, wie die sich weiter gemausert hat. Aber ansonsten, der Motor klingt furchtbar. Ansonsten bin ich seit einiger Zeit umgestiegen auf DaVinci Resolve. DaVinci Resolve, und zwar gibt es das als kostenfreie Version mit ein paar Einschränkungen und als kommerzielle Version. Das war ein krasses Auto. Warte mal kurz. Nein. Und als kommerzielle Version, die kostet ein paar hundert, aber dafür, na komm schon, dafür behält man die dann auch. Finde ich eigentlich ganz fair, das Lizenzmodell. Ja, die habe ich mir irgendwann mal geholt. Bin damit relativ zufrieden. Es ist eine Software, die so ungefähr alles in sich vereint. Also von Videoschnitt über Effekte, über Audiobearbeitung. Mehr oder weniger. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. DaVinci Resolve von Blackmagic Design heißt das. Und da es eben auch die kostenfreie Version gibt, kann man sich das auf jeden Fall mal tun. Das Auto ist ziemlich krass, oder? Entschuldigung. Jammer, jammer, jammer. Einfach zurücklehnen und genießen. Nörgel, nörgel, nörgel. Ich hab schon mal gesagt, Subscriber dürfen das. Na, nein, so wollen wir gar nicht erst anfangen. Um Gottes Willen. Mal gucken, vielleicht kann ich die ja anhauen. Was? Der ist komisch. Wir sind Tony. You taught that bastard. Yeah, maybe. All right. Well, you earned it. Room 9. She's right up there. Go for Aha. it. She's well, you just knock yourself out. Okay? That bastard. Ernsthaft? Und du kommst mit oder was? Nee, er wartet da. Ich hab ein komisches Gefühl bei der Sache. Ich hab ein komisches Gefühl bei der Sache. Und selbst wenn alles mit rechten Dingen zugeht, habe ich ein komisches Gefühl bei der Sache. Hey! Hope you had a good time up there, Tony. Listen, I don't know if you feel up for it or anything, but maybe you could go give Lenny a wake-up call. This is what he looks like, right here. Okay. Now, I think you can find him. He'll be doing some showings over Rockford Hills today. I'll give him more than a wake-up call. That's it. That's it. I love you. I love you. Love you, man. I love you. Gut. Es geht weiter, wie es aussieht. Jo, machen wir einfach mal eine lange Folge, oder? Machen wir auch hier halbe Stunde. Wo ist mein... Ich wollte schon sagen, wo ist mein schönes Auto? Gerade erst gefunden, schon wieder verloren. Bitte was? Ja, das ist kein Problem. Ja, kann ich mir vorstellen. Gut. Na dann, suchen wir ihn. Boah, der hat sogar so Streben hinten drin, ne? Alles ein bisschen versteift, das ganze Chassis. Könnten auch Überrollbügel sein, hat wahrscheinlich doppelte Funktion. Gut, gut, gut. Geht aber auch ganz gut. Wo muss ich denn lang? Da irgendwo. Ja, und dann ein bisschen Autobahn. Das gefällt mir doch eigentlich ganz gut. Uiuiui, ganz gut. Genau, kann man ja auch mal machen. So, ich hoffe, der Alvar hat meine Erklärung mitbekommen. Keine Ahnung. Ansonsten erkläre ich es gern nochmal. Was ist Erklärung? Meine Erwähnung. Josh, was möchtest du? Tony, Buddy, are you in Rockford Hills yet? Was? Sag ich auch. Good. I forgot to tell you. Avery drives a green Comet. Nah, don't worry, I'll find him. And after I scare the living shit out of this guy, I get some more, bouncing, right? Oh yeah, of course. But Tony, listen, I kind of told him that you were coming. So much for the element of surprise.
I want him to know who's behind the pain that he's about to experience. Listen, I gotta go. Don't let me down, bud. Warum? 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 Warum tut er das? Man weiß es nicht. Eieiei. Gut, von mir aus. Es soll mir auch egal sein. Hauptsache Bouncy, Bouncy. Mhm. Das ist die Hauptsache. Scheinbar. Ich weiß nicht, ob wir noch anderweitig bezahlt werden. Dann vielleicht. Come here a second. What did you facelift? Have you seen an old guy with a green comet? Lenny Avery. Lenny? Oh, I love Lenny. He got me a deal in a 9-bed Tudor Tuscan last year. I saw him showing the house just up the street on the left. Say hi to Rosalind. Oh, I will. Hi, I'm Rosalind. Gut. Ab Hill. Ach so, da. Offenbar. Gut. Wahrscheinlich müssen wir einfach mal ein bisschen suchen, wa? Vielleicht hier. Ach, hier. Ah, so. Alright. Kleine Verfolgungsjagd. Ja, schön. Da haben wir das richtige Auto für, auf jeden Fall. Ja, sollen wir es auf die harte Tour machen? I have a message from Josh Bernstein. Oh God, just leave me alone. Das will ich sehen. Ich lass ihn erstmal, aber so richtig intensiv ab. Ah, jetzt. Wollte schon sagen, man muss das Auto auch nutzen, ne, wenn man es schon hat. Ich würde gern wissen, was passiert, wenn wir ihn weiterverfolgen. Bis zum geht nicht mehr. Macht er irgendwann, dreht er irgendwann Kreise oder... Oder wie? Okay. Auf jeden Fall ist er relativ besonnen. Auf jeden Fall hält er für andere an. Das ist ja schon mal viel wert. Wahrscheinlich. Das schont auf jeden Fall das Auto. Ich habe keine Ahnung, ob ich merken würde, wenn er irgendwann die Runde abgeschlossen hat. Wir werden sehen. Uiuiuiui. Ja, so viel dazu. Ich meine, klar, das wäre jetzt natürlich die Gelegenheit, aber ich bin neugierig. Was denn geschieht? Weiß ich nicht. Ich will das Auto nicht kaputt machen, ehrlich gesagt. Das wäre natürlich eine Option, das sehe ich schon. Aber ich bin außerdem echt neugierig, wo es denn endet. Es gibt bestimmt eine Medaille, wenn wir das so machen. Und wenn es 2 Stunden werden, ist mir scheißegal. Diesmal ist es zumindest freiwillig. Es ist nicht immer so. Das ist nicht immer so. Aber so richtig unter Kontrolle hat er das Auto nicht, oder? Deswegen fährt er wahrscheinlich so, naja, sagen wir mal lahmarschig. Relativ vorsichtig. Also er fährt auf jeden Fall nicht im Kreis. Wir fahren irgendwie immer weiter raus. Immer weiter raus. Interessant. Ich will sehen, ob er einen Unfall baut. Vielleicht irgendwo, irgendwann. Oh, die Straße ist ja auch ganz schön dreckig. Ob sich das negativ auf die Fahreigenschaften, auf die Grip-Eigenschaften auswirkt. Ich kann auch mal anhupen zur Abwechslung. Vielleicht beeilt er sich dann wenigstens ein bisschen beim Fliehen. Ihn ab und zu einfach mal erinnern, dass er noch gejagt wird. Sind schon ganz schön weit aus der Stadt raus, oder? Ja, naja, geht so. Geht so, ehrlich gesagt. Das ist eine schöne Gegend hier. Ist nicht ganz so die Wastelands da, wo der Trevor herkommt. Und nicht ganz so große City. Ist so ein bisschen was dazwischen. Ist ganz nett. Ja, ist ganz nett. Ich wollte gerade sagen, erinnert mich so ein bisschen an Kanada, wo ich da Mitte des Jahres war. Ja. Und, war es das? Nee, er gibt nicht auf. Wobei, so richtig zutreffend ist das nicht. Sah da schon noch ein bisschen anders aus. Sah irgendwie flacher aus. Hat auch noch mehr Fläche um die Straßen rum teilweise. Die haben da aber auch Platz, meine Fresse.
Na klar, in der City ist halt auch crowded. Aber ansonsten, da fährt man über Straßen, da ist links und rechts nichts, ne? Da haben die echt viel Platz, da ihre Papphäuser von mitten ins Nichts aufzustellen. Ich würde jetzt sagen, eins neben dem anderen, aber das ist eben der Punkt. Eins nicht neben dem anderen, sondern einfach so für sich allein stehend. Okay, so langsam wird es so ein bisschen dröge. Wenn er das nächste Mal irgendwo gegenfährt oder so, dann versuche ich ihn vielleicht mal anzuhalten. Jetzt haben wir ihn schon so weit verfolgt. Es muss ja irgendwo enden, ne? Es müsste ja theoretisch irgendwo enden. Ich weiß, ich spanne euch auf die Folter, aber ich hänge da auch mit drin. Ne? Ja, so müsst ihr das sehen. Na gut, von mir aus. Wenn ihr das unbedingt wollt, dann können wir ihn ja mal, zumindest mal versuchen, ihn aufzuhalten. Hier, wenn er da vorbei will. Einfach mal so. Ich sollte vielleicht besser im Fahren schießen, oder? Ja, also ganz freiwillig anhalten wird er, glaube ich, nicht. Okay, pass auf. Und? Haben wir ihn? Nicht? Ach was. Schusssicher oder was? Bedrohe Avery, ja. Ich habe ihn tatsächlich nicht erledigt, okay. Wow! Nein, oh Gott! Bestanden, yes! Boah, die Blutspur! Was war das denn? Scheiße, nein! Wo ist er hin? Ich habe keine Ahnung, wo ist er hin? Ey, es hat sich gelohnt. Ja, nein, hört auf. Was tut ihr mit mir? Verflucht, ja, steh auf. Junge, geh weg. Fliehe. Oh, die Bullen. Aber ich glaube nicht wegen uns. Ich glaube, der versucht, den aufzuhalten. Wo ist denn das Auto? Alter, ja klar, das Motorrad auch noch. Oh, das ist kein Scheitern. Das ist einfach die Erfüllung hier. Das ist so wunderschön. Alter, was ist denn hier los, Mann? Was ist denn hier los? Das ist ja unfassbar. Ich glaube, das qualmt. Achso, der Motor ist wahrscheinlich auch hinten, ne? Scheiße. Es ist so wunderschön. Ach ja. Ach stimmt, ja, aber ja, wir haben im Moment keine Sterne. Das kann ich aber machen, ja. Ich mache das sofort, weil wir machen jetzt eh einen kleinen Folgencut. Ist das schön. Ist das schön. Es hat sich gelohnt. Für mich persönlich hat es sich gelohnt. Es hätten wir auch früher haben können wahrscheinlich, aber hey. Man muss ja den Spannungsbogen ein bisschen aufrechterhalten. So, die Folge ist lang genug. Wir machen für die Aufnahme an dieser Stelle einen kleinen Folgencut, ein kleines Folgenende. Aber im Stream machen wir dann gleich weiter mit wahrscheinlich der nächsten Nebenmission. Wir werden sehen. Mal gucken, was sich ergibt. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis demnächst. Dann macht es gut. Und tschüss.